im Küchengarten. Heute möchte ich euch gerne auf einen Gartentag mitnehmen und euch zeigen, was ich so im Juni alles an einem Gartentag erledige. Zuallererst muss ich aber heute zu den Nachbarn hinübergehen. Die sind nämlich für 2 Wochen auf Urlaub und ich habe mich bereit erklärt, mich um ihre Meerschweinchen zu kümmern. Sie hat eine ganz besondere Rasse, die sind total herzig und ihr wisst ja, ich kümmere mich so gerne um Tiere. Da ist das überhaupt kein Problem, da es ja auch nur nebenan ist. Solange unsere Nachbarn auf Urlaub sind, dürfen wir auch ihre Himbeersträucher beernten, weil viele der Himbeeren sind jetzt schon reif. Dafür kann ich immer sehr gut meine Jungmannschaft abstellen. Da wandern auch ab und zu einige während dem Sammeln in den Mund. Nach dem ganzen Regen ist natürlich auch der Rasen gewachsen wie verrückt. Viel habe ich ja nicht mehr, aber das bisschen mag auch gemäht werden. Besonders wichtig ist auch das Gießen. Die Regentonnen sind ja zum Glück gefüllt nach den letzten Wochen. Starkregen, vor allem im Gewächshaus und im Tomatenunterstand. Da die Erde dort ja nie so völlig durchnässt wurde. Von meinem Nachbarn habe ich noch eine ganze Schubkarre Rasenschnitt bekommen. Ich habe ja selber nicht mehr so viel Rasen, weil ich alles für den Anbau von Gemüse und Obst verwende. Da bin ich immer ganz froh, wenn meine Nachbarn mir da unter die Arme greifen. Und den werde ich jetzt verwenden, um all meine Beete entweder komplett neu zu mulchen oder aufzumulchen, also den Mulch aufzufrischen. Denn jetzt wird es wieder ganz heiß. Und da muss der Boden bedeckt sein, damit die Feuchtigkeit besser gespeichert wird. Wenn mir dazwischen auffällt, dass irgendwo eine Lücke im Beet ist, fülle ich die auch gleich mit meinen selbst vorgezogenen Pflänzchen auf. Hier habe ich jetzt Spitzkraut. Unkraut kann ich so auch leicht zwischendurch entfernen, bevor ich mulche.
Fürs Mittagessen kann ich jetzt auch schon ernten. Es hat hier bei meinen dicken Bohnen jetzt wirklich schon ein paar richtig schöne große Schoten dran. Die werde ich jetzt ernten und dann mache ich eine wunderbare Bohnen-Zwiebelpfanne. Da freut sich meine Jungmannschaft schon darauf. Die ersten dicken Bohnen im Jahr, das ist immer etwas ganz Besonderes. Zuletzt ist es auch unbedingt notwendig, das Entenhaus wieder mal auszumisten. Das Tolle ist, dass sich das Streu angereichert mit Entenkacke. Das ist der beste Stickstoffdünger, gleich als Mulch auf meinen Starkzehrerbeeten verwenden kann. Hier in New Bedland habe ich schon Winterkohl gepflanzt, also das hier ist Rosenkohl. Schön geschützter Schneckenkragen, weil hier kommen meine Enten nicht heraus. Deswegen ist hier der Schneckendruck sehr hoch. Hier hatte ich ja vorher Knoblauch stehen und der ist leider vom Knoblauchrost so schlimm befallen worden. Da sieht man noch ein paar. Könnt ihr das sehen? Also ganz schrecklich, den musste ich jetzt verfrüht abernten. Also nächstes Jahr dann hier keinen Knoblauch mehr, damit der Pilz nicht wieder zum Vorschein kommt. Den Knoblauch woanders. Auf jeden Fall möchte ich jetzt hier mit dem Entenmist mulchen, da der Rosenkohl ja auch ein Starkzehrer ist. Dem tut es sicher gut. Für heute ist mein Tageswerk geschafft. Jetzt geht es ans Videoschneiden, damit ich euch den Film möglichst zeitnah zeigen kann. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mich gerne begleitet habt, dann lasst mir doch einen Daumen rauf da oder schreibt mir einen Kommentar. Ich wünsche euch auch viel Erfolg bei euren Gartenprojekten und dass es genauso gut wächst wie bei mir zurzeit. Ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen hier bei mir im Küchengarten. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit. Bis dann!